So, und da sind wir wieder bei Borderlands 2. Irgendwie Hallo. sind wir gar nicht von dem Weg hier weggekommen. Ja. Ich habe jetzt einen anderen Kopf und wir sind ein paar Level höher und wir haben bessere Waffen. Jo. Weil wir haben ein bisschen gequestet. In seiner Folge, auf seinem Kanal. Die dauert ungefähr eine Stunde. Ist ganz cool für euch. Und wir bekommen jetzt ein Erfahrung durch diese Gegner. Naja, ich habe hier 8 bekommen dafür, dass ich darauf geschossen habe. 20. Wartest du auf mich? Ja. Oh, hi. Kommt ein Kollege von dir. Musst du den unbedingt abschießen? Zum Teufel mit Ja. dem ersten Gesetz! Warum kommen die jetzt gerade alle wieder raus, obwohl ich gerade aus dem Geschütz rausgegangen bin? Nasen-OP mit der Schrotflinte. Kann ich dir auch geben, danke. So. Was meinst du, wie lange machen wir die Folge? 25 wahrscheinlich, hoffentlich. Versuchen wir mal diesmal wirklich bei den 25 angeplanten Minuten zu bleiben. Vielleicht habe ich versucht, vor dem Schockfrost auf Captain Flints Schiff eine Meuterei anzuzetteln. Was erklärt, warum seine Männer mich im Moment verprügeln? Stimmt's, Leute? Schnauze! Okay. Wir könnten auf jeden Fall bis zu dem Boss dort oben machen. Das dürfte ungefähr so lang dauern oder vielleicht sogar länger. Ja. Bei Borderlands ist das so eine Sache, da dauert das irgendwie richtig lange, bis man von einem Ort zum nächsten kommt. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass man hier überall an jeder Ecke stehen bleibt, ne? Ja. Kann ich dich eigentlich so sprengen? Nein. Naja, du hast gerade fast mein Schild weggemacht. Fast. Aber gut, dass ich das geskillt habe, dass der sich auf jeden Fall schneller regeneriert. Und ich mehr Leben habe. Laptrap hat also einen neuen Freund, Ich muss sagen, der kleine Schrotthaufen fehlt mir. Die Geräusche, die er gemacht hat, wenn wir ihn angezündet haben. Mir kommen die Tränen. Wir sind denn auf jeden Fall ein paar Level überlevelt. Ein wenig. Ich muss in deinem Blut ersaufen. So, nicht ausweichen hier. Du bist zum Kotzen. Hast du mir gerade die Rüstung weggemacht oder waren die das? Ich habe nicht auf dich geschossen. Kann ja sein, dass du auf irgendwas in der Nähe von mir geschossen hast. Nö, eigentlich nicht. Ah, auf die Entfernung macht die Shotgun nicht so viel Sinn. Ich gehe mal auf Distanz. Tu das. Nachladen kurz. Wer zieht schneller? Ich. Meine Shotgun, ich muss immer so lang nachladen. So, warte, lass mich das machen. Ich empfinde eine tiefe, dunkle Wärme. Frage, hat jemand meinen Knastkast gesehen? Der kleine Dreckskerl vor ein paar Monaten seitdem muss ich auf Hiefen Lass mich mal abschießen, damit ich den da wegmachen kann. Ja. Irgendwie mache ich den mit Nahkampf nicht so viel Schaden, wie ich das sollte. Einfach kein Vergleich. Und mit der Shotgun also wirklich richtig viel. Was hast du gerade gemacht in der Oh Zeit, in Gott, der ich hier die ganze Zeit auf, umgefallen bin? Keine Ahnung. Was Beim ist das? Ton hieß es, der um sein Leben brüllt, ist es 2:30 Uhr. Na, brauche ich nicht. Warum? Oh Gott! Warum? Tschüss, bis 2:35 Uhr. So, erstmal looten, looten, looten. Mache ich auch gerade. Perfekt, Munition. Du brauchst auf jeden Fall mehr Leben. Wie bitte? Du brauchst mehr Leben. Okay, du heilst dich gerade. Ja. Hier ist Leben. Das ist meins. Kein Problem. Ich habe eine
Ich weiß, was du hast. Fähigkeit, die mich halt. Ich finde schade, dass wir die Spritzen nicht auch verkaufen können. Ich denke schon mal ans Geld. Und nochmal. Okay. Ich nehme einfach eine Pistole. Ich muss in deinem Blut ersaufen! Das könnte der Beginn von etwas Spitzenmäßigem sein. Ich setze meine Fähigkeit gar nicht so oft ein, wie ich das will. Aber hier kommen halt nicht wirklich die Gelegenheiten, wo es richtig viele Gegner kommen, wo ich das machen kann. Ja, ich habe halt das Problem, dadurch, dass ich meistens auf Distanz bleibe, habe ich halt... Ich benutze meine Fähigkeit quasi immer nur, wenn ich irgendwie merke, okay, da sind doch ein paar sehr nahe Gegner. Ich will gar nicht mehr alle Waffen aufheben, die ich sehe. Wenn dieser Punkt in Borderlands erreicht ist, hast du was falsch gemacht. Ja. Guck mal, wo ich bin. Und ab in den Mülleimer. So, da vorne dürften jetzt gleich wieder welche kommen, sonst wäre der Checkpoint hier nicht. Okay. Nee, für dich auch nicht. Ein Problem bei dieser Shotgun ist halt, die hat nur zwei Schüsse und die sind nach einem Schuss weg. Oder ist Badass Marauder, ne? Ja. Ja. Der hat ja gar nichts gekonnt. Ich hatte ihn auch schon fast tot gehabt. Wir können da mal unsere Waffen verkaufen. Mach ich mal. Ich bin verpflichtet, dir zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Finde ich ja gut, dass du mir das sagst. Wann kann man nochmal mehrere Waffen tragen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das war irgendwas vom Level. Ich glaube 10, ne? Kann sein. Ich nehme hier nochmal ein paar Waffen mit, die ich auch hier nochmal verkaufe. Ich habe mir mal meiner Meinung nach besseren Schild ausgerüstet. Vorschlag. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Ich lass mir Zeit. Man sieht sich. So. Da kommen die Nächsten. Ich hätte gern, dass sie noch näher an mich rankommen. Kann ich die wenigstens mit der Shotgun abschießen. Du kannst da jetzt immer einsetzen, ich komm nie dazu. Okay, ich mach's jetzt einfach. Schlag jetzt auf dich ein. Öffne deine Adern! Lass das, Flint! Mein neuer Untertan ist ein knallharter Hund! War da noch was zum Aufsammeln? Keine Ahnung. Wenn du nicht so laut schreien willst, würden da vielleicht keine Leute angucken. Ich setz mal auch mal wieder eine Granate ein. Du mit deinem Haustier immer hier. Wir haben unterschiedliche Voicelines, wenn einer von uns was sagt, deswegen ist das immer ein bisschen amüsant. Aber du kennst die Voiceline. Ich glaube ja.
Braver kleiner Junge. Also das hat die gesagt. Ich kann keine Treppen steigen. Wir müssen irgendwie anders raufkommen. Oh, ein Kran. Finde die Steuerung. Ich warte hier. Hast du denn eine Ausbildung zum Kranbetreiber gemacht? Ich glaube, ich habe da mal einen Kurs in der Schule mitgemacht. Ich hab Technik. Gut, du bist gerade irgendwie in Flammen. Ja, ich wollte es unbedingt öffnen. Hat sich doch gelohnt. Außerdem lohnt sich das für mich, in Flammen zu sein, ne? Weil wenn ich in Flammen bin, dann wird meine Fähigkeit schneller aktiviert. Weil ich schnell durch Schaden dann, ne? Na, Hauptsache, du gehst auch erstmal aufs Klo. Das ist übrigens der nächste. Ach, immer wenn ich auf ihn schießen möchte, stehst du mit deinem Rücken davor im Weg. Nein, Badass Marauder, bleib stehen, ich will dich killen. Du hast den falschen Hund geweckt. Ja, er hat auf jeden Fall den falschen Hund geweckt. So. Ich habe mich natürlich wieder hier um die Typen gekümmert. Ich habe auch mit aufgeschossen. Ja, aber auf wen? Ich habe nämlich nichts gesehen. Da hinten hast du drauf geschossen. Gut, dass du nicht auf ich den Badass Marauder geschossen hast. Ich habe bei dem Badass Marauder gelandet. Auf den hättest du nicht schießen sollen. Mhm. Entschuldigung. Weil da war ich und da wäre ich fast gestorben. Ja, und dann habe ich auch nicht mehr auf ihn geschossen. Ja, schieß mal auf die. Ich hole mir währenddessen hier Leben. Hier sind vier Knarren, aber die sind nicht so toll. Für mich jedenfalls. Ich mach mal den hier weg. Okay. Ich werf die ja richtig zu Boden, wenn ich die anschlage. Kann ganz gut aussehen mit 25 Minuten, wenn wir hier oben sind. Ja. Kennst du das Easter Egg hier drin? Welches? In den Dingens da drin. Ich glaube nicht. Also in diesen Waggons muss man reingehen und dich mal umgucken. In dem, wo du drin bist. Die Maxi-Poster? Ja. Nö, kannte ich noch nicht. Hier ist die Maxi, ich glaube ja, oder? Ja. Mit Ach. Explosivschaden! Ich muss mal gerade gucken, ob die besser als meine andere ist. Die ist besser, ich nehme die. Gehst ohne mich? Ich habe Claptrap nur hier hochgeholt. Okay. Ach, da kann er plötzlich hoch. Ist ja nicht steil. Ich habe das beides einfach rausgenommen. Du hast mir alles immer weggenommen, bevor ich da auch nur dazu kam, Munition aufzusammeln. Booter King. Ich kaufe mir einfach jetzt hier volle Munition. Du musst dir Munition kaufen. Ich kaufe mir die ganze Zeit Munition. Ich habe mir nicht einmal Munition gekauft. Möchtest du mit hier runterkommen? Ja, ich komme runter. Ich habe hier eben nur verkauft. Komm raus, Flint! Deine Claptrap-Einheit ist wieder!
Unsere neuen Folterpüppchen, Jungs! Heizt ihn ein! Captain Flint. Burn, Baby, Burn. Burn, Baby, Burn. Kennst du? Es tut mir leid, Captain Flint, Sir. Bitte versengen Sie mich nicht wieder. Ich muss nur nah an ihn ran. Okay. Dann hat sich das erledigt. Okay, vielleicht auch nicht. Nahkampfschaden macht ihm nicht so viel aus. Wenn du schaffst, kannst du mich gern wiederbeleben. Versuch's gerade. Ich habe gerade extreme Ping-Probleme und weil ich weiß nicht wieso. Und zwar wirklich ganz extrem. Wahrscheinlich wegen dem ganzen Feuer hier. Ja, vermutlich. Zeit für ein paar Kopfwunden. Das Gute ist, hier sind genügend Killer-Marauder, dass ich mich einfach wiederbeleben kann. Soll ich helfen? Wenn du kannst, gerne. Ist gerade ein bisschen schwierig. Ja, aber mein. Solange ich hier überlebe. Spiel ist bei mir. Mein Spiel ist abgestürzt. Was? Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Weil ich irgendwas offen, was viel Strom verbraucht. Arbeitsspeicher verbraucht. Ja, eigentlich nicht. Computer läuft nicht heiß. Ich bin jetzt gestorben. Abgestürzt. Kannst du dann kurz warten, bis ich wieder da bin? Ja. Ich könnte sogar pausieren. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Ich hätte den gerade fast gekillt alleine. Der ist übrigens noch da. Kannst du mir hier nachjoinen? Ich versuch's gerade. Ich pausiere mal eben die Aufnahme. Bis gleich. Nicht so. So. Auch nicht so. Ich mach's so. So, er ist wieder da. Oh, ich hoffe, dass es jetzt besser läuft als gerade. Wo bist du? Ich bin noch im Ladescreen. Die Gegner sind übrigens noch alle da oben. Ja. Oh, ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Irgendwie, mein Computer scheint einen Geist aufgegeben zu haben, aber ich weiß nicht warum. Ich habe nicht so viel... Hallo? Meint jetzt auch, dass hier nicht viel passiert. Du bist gerade aus dem Spiel geflogen. Warum? Keine Ahnung. Ich pausiere nochmal. So, jetzt ist aber, glaube ich, wirklich da. Ja, ich habe keine Ahnung, was gerade für ein Problem los war. Ich bleib mal hier stehen, du gehst schon mal in den Kreis dort rein. Geh in den Kreis. Ich bin im Kreis. So, ich komme auch. Ja. Ich hatte gerade einfach das... Keine Ahnung. Mein Internet hat noch funktioniert. Ich hatte genug Arbeitsspeicher übrig, aber das komplette Spiel ist abgestürzt. Der hat sich ein bisschen regeneriert, der Typ. Okay, mein Nahkampf-Damage hat trotzdem relativ viel jetzt gerade bei ihm weggemacht. Ja. Schnapp mir mal die Pistole, die er fallen gelassen hat. Was war denn das für eine? Flammenschusspistole, die zwei Schüsse gleichzeitig abfeuert. Sonst noch irgendwas? Ja. Zumindest ist es bei mir nicht. Ja, den Kampf haben wir uns vielleicht ein bisschen leicht gemacht, indem wir eben gestorben sind und er sein Leben so behalten hat, aber gut. Eigentlich hätte ich das auch durchgestanden. Eigentlich. Eigentlich. War nur gerade kein Gegner in der Nähe. Und ich habe richtig schnell mein Leben plötzlich verloren. Also da war schon ein Gegner in der Nähe, aber ich konnte ihn nicht abschießen mit der Shotgun. So, warte, bevor du da durchgehst. Jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Kann man nämlich, glaube ich, noch was... Nicht das nehmen. Konnte man... Was?
Bist du schon wieder weg? Hallo? Ich habe schon wieder einen extremen Disconnect gehabt. Ja, du hast gerade richtig komisch irgendwas gemacht. Wieso kannst du da hoch und ich nicht? Keine Ahnung. Jetzt kann ich da hoch. Lassen wir dich einfach. Nach der Folge machen wir, glaube ich, für heute erstmal Schluss. Vielleicht ist morgen wieder vernünftiger mit meinem Internet. Ja, und dann lassen wir dich mal hosten, vielleicht. Ich glaube nicht, dass das großartig was ändern kann. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jetzt niemand hier im Haus ist, der das ganze WLAN verbraucht, weil mein Bruder schläft zu dieser Zeit. Ja, bei mir ist auf jeden Fall gar keiner. Bist du mal wieder allein? Nö. Aber keiner ist gerade im Internet. Okay. So, hier kannst du dich auf jeden Fall nochmal ein bisschen umgucken, bevor wir da reingehen. Mein mächtiges Seefahrzeug! Lass es zu Wasser, mein alter Seebär! Nö. Kein Bock. Wie, mhm. Muss nicht auf den hören. Nicht? Nö, ist der dein Meister? Ich glaub, ja. Nee. So, wir können jetzt mal rüber und gucken. Ha. Was, ha? Ha in der Suppe? Nee, ich schau gerade mal. Ich schließe das dann hier mal ab. Und nun, komm, lass uns Segel setzen! So, das nächste wäre die Straße nach Sanctuary. Könnten wir ein bisschen fahren und dann einfach in der Mitte stehen bleiben. Also falls wir 30 Minuten haben wollen. Nö, müssen wir nicht. Weil jetzt haben wir gerade 22. Dann können wir noch gar nicht weiter. Mir ist es gleich. Tu mal mit deiner komischen Schiebermütze. Ich wechsle meinen Kopf nachher wieder. Weißt du, ich hab meinen Kopf ja wenigstens. Da ist ein Auto gefahren. Sanctuary ist für euch gesperrt. Ihr Bludgers könnt in eurem Loch bleiben. Ich seh dich! Super. Warum lauft ihr Jungs nicht zurück in euer Camp? Oh, gute Idee. Ich glaube, wir drehen um und verziehen uns in unser. Pandora ist gewalttätig und gefährlich. Reck. Sanctuary ist kaum besser. Du brauchst einen Wagen, um das Stadttor zu erreichen. Fordere mich nicht zu einem Duell. Nicht? Nee. Na gut. Sobald ich in Nahkampf komme, ich weiß nicht. Wenn du da nicht mit der Dingens direkt triffst. Und mit der Shotgun dürfte ich eigentlich auch relativ viel Schaden an dir machen. Hey, steige auf! Einfach gestohlen. Hast du wieder nachgeladen? Nee. Ich versuche gerade mal wieder diese komischen Stacks zu bekommen. Es ist eine gute Fähigkeit, aber es ist sehr nervig. Weil ich darf noch nicht mal meinen Roboter rufen. Ich muss die Kills wirklich selbst landen. Dieser Automat wird was? Verflucht. Sorry, verflixt. Ein Mann namens Scooter kontrolliert diese Catterite-Automaten. Er hat vielleicht ein paar Chromosomen zu wenig, aber mit Autos kennt er sich aus. Er hat diese Station gesperrt, damit Banditen sie nicht benutzen können.
aber ich registriere einen inaktiven Hyperion-Bot im Camp der Bloodshots. Wenn du seinen Interface-Adapter an das Catcheride anschließen kannst, hacke ich die Station und besorge dir ein Gefährt. Machst du das? Ja, Moment. Ich habe mir einen neuen Schild gerade mal gekauft. Das ist ein Selbstmörder. Und ich renn rein. Ja. Ich bin auf jeden Fall relativ schnell, wenn ich das mache. Niemals aufhören zu killen! Niemals! Der ist überlebt. Sicher. Meine Muckis ab, Muckis! Ich kann gleich wieder meine Fähigkeit einsetzen. Ich schneide dir die Augenlider ab, damit du bist. Fähigkeit einsetzen ist eine gute Idee. Ja, jetzt nicht mehr. Boah, ich habe hier irgend so eine Stimme, so töte. So eine Geisterstimme von Voldemort. Schließ den Adapter an das Catcheride an, dann besorge ich dir ein Gratisfahrzeug. Gratisfahrzeug. Was haben wir denn? Sind drei schlechte Schilder. Ja, brauche ich nicht. Gratisfahrzeug vom Ballon. Gratistag. Weil da kriegt man noch Fahrzeuge. Ich sollte definitiv öfter einfach nur so meine Dinge nehmen. Soll ich fahren und du schießt oder? Oh, mir gleich. Warte kurz, ich hacke das Catcheride. Autorisierter User akzeptiert. Gute Fahrt. Es liegt ein Pimento Taco, ein Pimentaco im Handschuhfach. Cool. Fordere noch ein Fahrzeug. Ja, das habe ich gesagt. Ich sag cool, die sagt cool. Ja. So. Scooters Catcheride sagt Danke, du Penner! Soll ich nicht fahren? Ein echter Charmeur. Okay. Du solltest dir jetzt an jeder Catcheride-Station ein Fahrzeug besorgen können. Jetzt nimm dir eins und spring über die Schlucht. Sehr gut. Jetzt auf nach Sanctuary. Finde Roland. Er will den Kammerjäger kennenlernen. Der Handsome Jack die Stirn geboten und überlebt. Da können wir uns auch was holen. Übrigens, glaube ich. Müssen wir aber nicht, wir können ja einfach alles abschießen. Okay. Anscheinend leide ich euch über die Gesetzung. Du kannst mich nicht stoppen. Dinge wie Intelligenz, Moral, Kultur, Ehre. Du könntest auch mal drauf schießen auf die. Ich schieß drauf. Sieht einfach nicht so aus, als wenn du es tust. Aber, ja, ich könnte. Freunde! Fast der Schule vergessen! Ach, du hast keine Explosionswaffe benutzt. Warum hast du eine Explosionswaffe? Hä? Du kannst da auswählen, was für einen Kopf du da oben drauf haben willst. Du hättest da Explosionsdingens nehmen können. Hätte ich? Ja, das hätte auch mehr Sinn gemacht. Okay. Das macht mehr Schaden. Ich habe das Spiel viel zu lange nicht mehr gespielt. Die sind alle weg. Und nächster. Ich weiß, wo wir die Folge beenden können. Okay. Vielleicht. Aber erstmal fahren wir hier. Mit Vollgas. Was hast du da gesehen? Nix. Ja, sobald du irgendwo hinschießt, dann gehe ich da hin. Eins mit Stern für mich. Alter. Das ist überhaupt nicht übertrieben.
Ja. Hier vorn spawnen eigentlich auch immer Gegner, ja. Ich habe gerade Snowboard Crossroads gelesen. Da ist noch ein Gegner über uns. Ich sehe keinen. Okay, hinter uns. So, hier vorne könnten wir die Folge beenden, wenn wir die Typen gekillt haben. Lass uns rein, du Idiot! Wir killen euch alle miteinander! Das sagt er, wenn er tot ist. Ist da irgendwo einer? Ja, hier kommen eigentlich noch welche raus. Gut. Alles weggeballert. Ja. Ja. Und das wird das haben. Sollen wir das dann noch drücken? Hätte ich jetzt gedacht. Ich flitze auch schnell mal lang und sammle das ganze Geld ein. Ich habe mich gerade ein bisschen gefragt, wie ich hier rauskomme. Soll ich? Moment. Munition. Okay, du sollst. Ihr kommt niemals nach Sanctuary rein, ihr Skecklecker. Oh, Moment. Ein Kammerjäger? Augenblick. Roland will mit dir reden. Ich werde ihn per Echo rufen. Ah, du bist also derjenige, von dem man so viel im Äther hört. Ich bin Roland. Früher war ich ein Kammerjäger wie du, bis ich die Crimson Raiders gründete. Wir plaudern weiter, wenn ich wieder in Sanctuary bin, aber jetzt brauche ich deine Hilfe. Meine Männer erzählen mir, dass Corporal Reese nicht mit dem Energiekern, den wir brauchen, um die Schilde der Stadt aufrechtzuerhalten, zurückgekehrt ist. Bring Reese nach Sanctuary. Dann bist du einer der Raiders. Roland hat dich kontaktiert? Gut. Hör auf das, was er sagt. Er kann uns helfen, Jack zu besiegen. Ich schieße hier erstmal auf die Typen da oben. Gut, dann würde ich mal sagen, bevor wir hier weitermachen, beende ich hier die Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.